Moin, liebe Wölfe, Platz 6 oder Platz 7 heißt es am Ende dieser Spielzeit. Die Schale kommt endlich zu den Wölfen nach Hause am Sonntag und Wölfe TV Live gibt's am Samstag vor dem Bayern-Spiel. Wenn das nicht geile Themen für eine geile Weekly sind, oder? Viel Spaß bei der Sendung. Zu Beginn der Blick zurück auf Schalke, da stand es lange 0-4. Ein schönes Ergebnis, doch am Ende sollten auch noch die Hausherren ein Tor gelingen. Wir blicken zurück auf die 4 Auswärtstreffer, unterlegt von den Emotionen von unseren Wölferadio-Jungs. Steffen ist noch dran, jetzt auch, läuft zur Grundlinie, flankt in die Mitte. Wittlos, Nachschuss, komm, schießt, Tor! Ja! Tor! 1-0! Und ja, das ist wer? Sauber. Die Nummer 9 ist... Weghorst! Und damit macht er das 4. Tor in Folge für unsere Wölfe. Ja, ganz stark. Steffen, der da nachsitzt auf der linken Seite, bringt den Ball in die Mitte. Der findet erstmal Ginzek. Ginzeks Schuss wird noch geblockt von Kabak. Aber Weghorst hat dann die Nachschusschance, lässt dann den Schalker noch aussteigen. Und viel schiebt Platz. Links viel ins Platz. Eck. Ein bisschen Platz auf Xaver Schlager, der auch direkt angelaufen wird. Aber schön gerettet auf Renate Steffen. Komm, lieg ihn rechts ab. Der Ball in die Mitte, das Weghorst, der chippt den Ball über Nübel. Jetzt Tor! 2-0 für unsere Wölfe. Super, super gespielt. Ja, und das ist ja dann natürlich auch, hoffentlich haben sie uns gehört, so nach dem Motto. Aber Schlager mit einem guten vertikalen Pass da auf Steffen. Der hat auf einmal ganz, ganz viel Platz, weil das Mittelfeld der Schalke ja damit ausgehebelt war. Guter Schnittstellenpass dann von Steffen Richtung Weghorst. Und Weghorst, ja, das kann er dann mit dem rechten Fuß. Ja, wo Arnold dann eben auch von der halbrechten Seite mit dem linken Fuß für Gefahr sorgen kann. Kurz ausgeführt auf Ginzek, der ist im 16er, der schießt! Ginzek heißt aber Mabu! Tor! Mabu holt sich den Abpraller zum 3-0. Super, super eingestudierte Freistoßvariante da von Maximilian Arnold, der auf dem kurzen Pfosten den Ball schnell ausführt. Das Ginzek taucht auf, schießt und da war eigentlich der Ball schon drin. Das muss man dann lange machen, weil die kurzen haben die Schalker dann irgendwann gecheckt, so ab Minute 45. Kommt jetzt auch eine lange Ecke, scharf reingeschnitten, aber Nübel ist da. Nachschuss, Viktor, 4-0! Tor! Da, wunderbar! Sauber! Sehr gute Antwort hier auf im Fernduell mit Hoffenheim. Tore satt, die gibt's auch derzeit auf unserem YouTube-Channel. Klickt euch mal rein, wir haben für euch die Top 5 Tore gegen den FC Bayern München zusammengeschnitten. Und da sind ein paar richtig geile Hütten dabei. Ich glaube, gegen Gladbach war das, das muss man so sagen, eine ernüchternde, enttäuschende Leistung von uns. Das wissen wir aber auch selber. Schön ist es, wenn man darauf immer eine passende Antwort hat. Die Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt, hat verdient 4-1 auf Schalke gewonnen. Somit sind wir selbstverständlich zumindest sicher in der Europa League Quali. Das ist wie, wenn man das Ziel hat, Abitur zu machen, muss aber eventuell eine Ehrenrunde drehen. So vergleiche ich das immer. Deshalb hoffe ich, dass wir alle Kräfte bündeln, gegen Bayern München nochmal alles reinhauen, was wir in dieser Saison schon so sehr, sehr oft gemacht haben, aber wirklich nochmal komplette Energie, kompletten Fokus auf die Aufgabe Bayern München, die selbstverständlich nicht leicht ist. Das wissen wir auch. Aber wenn wir den totalen Fokus haben, können wir, glaube ich, auch gegen diese, ja, Top-Mannschaft aus Europa, Top-Mannschaft aus der ganzen Welt bestehen. Für uns ist es eine Herausforderung und die wollen wir gemeinsam angehen. Aber wie eben erwähnt, natürlich dürfen wir die Europa League Quali schon mal spielen. Aber uns wäre, glaube ich, lieber, wenn wir direkt in die Gruppenphase einziehen. Das ist das Ziel für Samstag, das ist die Aufgabe, da liegt unser Fokus drauf und das wollen wir auch tun. Unsere Frauen nehmen am Sonntag die Schale in Empfang. Nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen gibt es die Trophäe zum 4. Mal in Serie. Auch Pernille Harder wird ausgezeichnet. Sie tritt die Nachfolge von Eva Pajor an und wird aller Voraussicht nach mit mindestens 26 Treffern Torschützenkönigin 2020. So Leute, ein Hinweis in eigener Sache, am Samstag gibt es wieder Wölfe TV Live. Georg Helmuth und meine Wenigkeit führen euch am Samstag ab 13:30 hier bei YouTube, auf Facebook und auf unserer Homepage mit einem tollen Vorprogramm hin auf das letzte Saisonspiel in unserer Volkswagen Arena. Klickt euch also rein, 13:30, merkt euch das vor, wir freuen uns auf euch. So Freunde, das war's mit der Weekly für heute. Am Wochenende steht dann ein dickes Programm für euch an Wölfe TV Live. Stimmen zum Spiel gegen Bayern München, die Pressekonferenz und am Sonntag die Meisteremotion aus dem AOK-Stadion, wenn die Schale präsentiert wird. Drückt auf Abonnieren, drückt aufs Klingelchen, dann verpasst ihr keinen Inhalt mehr von eurem Lieblings-Web-TV-Sender Wölfe TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage, bleibt gesund und munter. Bis bald, euer Felix.